thank you Hallo und herzlich willkommen bei Wort am Sonntag der Etymologie-Reihe von Tuno TV. Heute ist Sonntag, den 30. Juli 2023, den letzten in diesem Monat. Und wir gehen auch davon aus, dass wir heute wohl pünktlich, aber nicht live sind und voraussichtlich auch das letzte Mal äh, eine Voraufnahme sind, respektive das nächste Mal, respektive im August, das erste Mal wieder mal live. Und pünktlich. Und heute haben wir das Wort Nation und zwar aus diesem einen einfachen Grund, weil äh, die Schweiz feiert ihren Nationalfeiertag am 1. August, was ja demnächst ist und wir wollen hier gleich einsteigen. Wir haben wieder einmal Zitate zum Anfang und wollen da kurz reinschauen. Eine Nation, die allen gefallen will, verdient von allen verachtet zu werden. Das muss man sacken lassen und darüber nachdenken. Wie eine Nation durchschnittlich die Tiere behandelt, ist ein Hauptmaßstab ihres Humanitätswerts. Ja, sehr altes Deutsch, das erkennt man an der Schriftweise. Aber wir haben hier unten vom Kriegsverbrecher Winston Churchill: Es ist einfacher, eine Nation zu regieren, als vier Kinder zu erziehen. Wir selbst haben keine Kinder, wir können. Dazu nicht viel sagen, aber wir nehmen das einfach mal so hin. Und hier haben wir das erste Mal einige Zitate ähm, mehr als nur einmal, zweimal scrollen. Aber wir wollen da auch. Oh, wir haben hier noch einen anderen. Die Frau hat ihr Schlachtfeld. Mit jedem Kind, das sie der Nation zur Welt bringt, kämpft sie ihren Kampf für die Nation. Adolfo Hitler. Sprachen sind die Stammbäume der Nationen. Ja, wir wollen da nicht weiter Zeit verschwenden und wollen eigentlich auch gleich einsteigen in die Etymologie Deutsch. Die Nation. Man muss die Maus hier. Die Nation, historisch entstandene Entwicklungsform der Gesellschaft die sich besonders in der Gemeinsamkeit des Wirtschaftslebens, des Territoriums, der Sprache und Kultur zeigt. Entlehnung um 1400 aus dem lateinischen Nazio, Volksstamm mit gemeinschaftlicher Abstammung, Sprache und Sitte, Volkssipschaft, Menschenschlag, Gattung, Klasse, Schar. Eigentlich das Geborenwerden, Geburt, dem Verbalabstraktum, Geboren werden entstehen wachsen. Ja, auch spannend. Also eine Nation ist eigentlich das Geboren werden, die Geburt. Geboren werden entstehen wachsen. Zuerst vielfach noch in lateinischer Form und Flexion "natio". Daneben eingedeutscht "Nation", "Nation". 15. Jahrhundert in der frühen Beleg. In den frühen Belegen steht das Wort dem Lateinischen folgend für Volk und Stamm bezeichnet. Dann alleine, dann alle in einem Land geborenen und schließlich unter französischem Einfluss, die hinsichtlich Abstammung, Land, Sprache, Gesetzgebung, Regierung, bestehende Gemeinschaft. Auch im Sinne politischer Zusammengehörigkeit welche sich durch gemeinschaftliche Abstammung für vereinigt zu einem bürgerlichen Ganzen erkennt. Ja, das ist von Kant, Immanuel Kant, und deswegen auch kursiv geschrieben. National, Adjektiv, das Aal, wissen wir, reflektiert oder referenziert auf das Wort davor Nation. Die Nation betreffend, ihr eigentümlich Vaterländisch nach lat Was ist das? Neulateinisch. Zuerst in dem Komposition Compositum. Nationalversammlung in den Reichsabschieden der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, danach substantiviert National Reichstag einer ganzen Nation und eines Königreichs. Zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts unter Einfluss von gleichbedeutendem französischen National wird das Adjektiv seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Wort der Politik zeitweise zusammen mit gleichbedeutendem Nationell 19. Jahrhunderts allgemein gebräuchlich und bildet das Bestimmungswort zahlreiche Komposita. Zum Beispiel Nationalautor, Nationalbühne, Charakter, Dichter, Ehre, Eigenschaft, Fehler, Geschichte, Literatur, Sprache, Theater. Zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, Nationalbewusstsein, Nationalstaat, Nationalkultur und dann die Nationalität, nationale Zugehörigkeit, latinisierende Bildung zu national auch nationale Minderheit, Nationalismus, Ismus, die Ismen, den Glauben an, Überbewertung der eigenen Nationen und damit verbundene Missachtung anderer Nationen. Zuvor nationales Denken, und dazu Nationalist. Und hier sehen wir auch, diese Überbewertung ist, so wie es hier beschrieben ist, auch gleichbedeutend wie die Herabsetzung anderer. Also man stellt sich über andere. Soviel zu dem. Dann kaum noch spannend, dass hier schon sehr auf den Volksstamm verwiesen wird: Volk, Siebschaft, Gattung, Klasse, Schau, aber eben eigentlich ursprünglich das geboren werden, Geburt. Und so wie wir heute ja die Nation verstehen, ist es etwas, das ist ja, ein Konstrukt, eine Idee, eine. Äh, ja, eben ein Konstrukt. Und es ist nicht das Geboren werden, dass dieses Geborenwerden ist einmalig, würden wir mal so sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen weiter. Victionary. Die Nation, wieder einmal falsch geschrieben. Klein. Vom dänischen Nation im englischen Nation, französisch-schwedisch. Wir werden hier kurz. Die drei anschauen. Aber die Nation als Nomen, Deutsch, Nation, Gemeinschaft von Menschen, die durch eine gemeinsame Sprache, Kultur oder ein gemeinsames Territorium verbunden sind. Oder in der Politik meist autonomes Gemeinwesen mit Institutionen, die das Zusammenleben der Menschen gewährleisten sollen. Umgangssprachlich Gesamtheit der Personen, die zu einer Nation gehören. Hier nach Victionary kennen wir schon so eine Art ähm, Färbung, sehen in was für eine Richtung das gehen soll. Aber so wie ihr, werden auch wir uns überraschen lassen. Was diese Episode uns noch bringt, dann Synonyme, dann ist das spannend: Volk, Volksstamm, Völkerschaft, Land, Staat, Staatswesen, Volk. Und der Stamm ist nicht dasselbe wie der Volksstamm. Und das Volk, schauen wir mal kurz, was da Victionary sagt zum Volk: viele gleichartige Leute, ja, Leute, nicht Menschen. Gruppe von Menschen mit einer gemeinsamen Kultur, Sprache und Geschichte oder derselben Abstammung Und hier sehen wir schon Nuancen, dass Menschen haben eine Kultur, Menschen haben Sprache, Menschen haben Geschichte oder haben eine Abstammung und die Leute sind einfach nur artig, gleichartig. Die unteren, mittleren Schichten der Bevölkerung, ja, eben, das, die Leute und mittleren Schichten, unteren, und mittleren Schichten, Leute desselben Staates, zusammenlebende Gruppe gleichartiger Tiere. <laughs> Tiere. Was haben wir? Volk. Ja, auch gleichartige Tiere sind ein Volk. Wunderbar. Und wir mögen uns erinnern an die Episode Mensch, Teil 1. Da sind wir ja Säugetiere. Ja. Nation, wie gesagt, falsch geschrieben im Dänischen. Bedeutung Nation, richtig geschrieben, sonst kommt da nichts. Nation englisch, klein geschrieben. Funktioniert hier nicht. Nation. State, country, commonwealth, ja, das Königreich Commonwealth, das allgemeine Wohl. Realm, community, people, population, race, stock and tribe. The biggest nation in the world is Russia. Die größte Nation in der Welt ist Russland. Und in diesem Sinne vielleicht nicht in der Größe der Anzahl von Leuten, sondern vom Territorium. nation im französischen auch nichts schlaues dann schon im brockhaus haben wir erstmal mal im brockhaus angegeben wir werden das danach noch anschauen auch wieder klassisch in einer willkürlichen auswahl und wir werden hier noch kurz schauen nation vom französischen, lateinischen Nation, nationis, Geschlecht. Ja, spannend. Geschlecht, Volk, Stamm. Hier ist der Stamm in der Klammer. Das Natum partizip perfekt von Nazi geboren werden. De <laughs> Begriff, der im historischen und politischen, aber auch im kulturphilosophischen und staatsrechtlichen Denken Europas seit dem späten 18. Jahrhundert den Rahmen bezeichnet, innerhalb dessen neben kultureller Eigenständigkeit auch politische Selbstständigkeit, Souveränität beansprucht wird. Und dann hier irgendein schöner Garten in Genf mit allen Nationalflaggen links und rechts. Nation Units, ja, die UN, würde uns nicht verwundern, dass die UN hier in Genf einen Sitz haben, weil, wenn man alle Firmen, Institutionen nachschlagen würde, die in Genf oder grundsätzlich in der Schweiz den Sitz haben, dann wissen auch alle, weswegen die Schweiz. Als neutral verkauft wird. Die Schweiz als Nation wohl bemerkt. Und hier kann man weiterlesen, dies geschieht unter Verweis auf eine als gemeinsam angenommene Geschichte, Tradition, Kultur und Sprache. Also an, gemeinsam angenommen würde ja auch heißen, dass das abgesprochen wurde. Einige mögen dahinter gerne Verschwörungen oder Verschwörungstheorien sehen. Aber lassen wir das mal, die politische Zielsetzung drückt sich dabei in der Tendenz aus, Nation und Nationalstaat zur Deckung zu bringen, der mit der französischen Revolution und den antinapoleanischen Befreiungsbewegungen in den Vordergrund gedrehte Nationsbegriff zielt auf die politische Handlungsfähigkeit des Nationalstaats, sowohl im Hinblick auf die politische Souveränität im internationalen Zusammenhang als auch auf die Leck ist das ein langer Satz. Aber wir sehen hier, der Na, der, 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 das Wort Nation ist sehr stark geprägt von der Französischen Revolution. Und wir wissen, da gab es die Renaissance, die Wiedergeburt und dann die Französische Revolution und diverse Kriege. Und die haben eigentlich das Wort Nation geprägt. Und wenn wir es von da so betrachten, macht das auch wiederum sinn weil auch bei einem krieg wird zerstört und damit etwas man muss zerstören um etwas neues zu erschaffen und dieses neuerschaffen entspräche dann auch äh, dem geborenwerden etwas neues kann entstehen hm. Okay, dann wären wir eigentlich auch schon bei der Etymologie Deutsch durch und wir gehen rüber in den Vergleich. Von Deutsch nach Englisch, Nation, Nation. Der Traum der Bevölkerung nach einer souveränen Nation wurde endlich Wirklichkeit. <laughs> Ah, wunderschönes Beispiel. Und wenn wir schon hier bei den Übersetzungen, warte, diesmal haben wir es etwas anders gemacht, also Deutsch nach Englisch und wenn wir dann bei Etymon schauen, the nation, nation, a race of people, large group of people with common ancestry and language, from all French nation, birth, rank, descendants, relatives, country, homeland. Und weil wir zu faul sind, werden wir das übersetzen lassen. Englisch nach Deutsch. Ja, diesen Rang, diese Obrigkeit. Wir mögen uns daran erinnern, aus der Episode Legalis. Nachkommen, Verwandte. Land, Heimat und direkt aus dem lateinischen Nationen Geburt, Herkunft, Rasse, Stammart, Rasse von Mensch, Stamm. Wörtlich das, was geboren wurde. Auch spannend hier. Wörtlich das, was geboren wurde. Wenn wir... Geboren werden, aus den Pi-Wurzeln gehen, gebären, zeugen, wobei sich Ableitungen auf die Fortpflanzung sowie auf Familien- und Stammesgruppen beziehen. Also, wenn wir davon ausgehen, dass gebären, zeugen, geboren werden, das ins Leben bringen bedeuten würde, dann würde ja die Nation eigentlich leben. Aber was wir erwartet haben, ist eigentlich, dass die Nation eher eine Idee ist, ein Konstrukt. Das Wort wird im englischen im weitesten Sinne verwendet, eine Rasse von Menschen, eine Ansammlung von Personen derselben ethnischen Familie, die dieselbe Sprache sprechen. Auch im engeren Sinne eine politische Gesellschaft, die aus einer Regierung und Untertanen besteht, <laughs> Bürger und eine politische Einheit bildend, eine organisierte Gemeinschaft, die ein definiertes Territorium bewohnt, in dem ihre Souveränität aus <laughs> Oje. also das würde dann schon eher wiederum bestätigen. Was wir gedacht haben, was eine Nation ist, ja, eine Idee, eine Idee mit Stand und Ständen, eine, äh, eine, eine Herrscherklasse, die Regierung, und ihre Untertanen, die Sklaven, die Bürger, die zusammen eine Einheit bilden. <laughs> Im Mittelenglischen ist es nicht leicht, sie zu unterscheiden, aber der Sinn für politische Gesellschaft entstand im 16. vielleicht späten 14. Jahrhundert und es hat sich allmählich durchgesetzt. Der ältere Sinn bleibt bei der Anwendung von erhaltenen Nationen an die nordamerikanischen Ureinwohner. Nation building. Da ist ein Punkt. Ja, das könnten wir so eigentlich hinnehmen, wenn wir sagen die sogenannten Ureinwohner oder seit Columbus Indianer genannt. Die sind oder waren ein Stamm und hatten schon auch hierarchieren, zumindest mal, wenn wir die Geschichten von Winnetou anschauen, aber auch da ist es sehr fragwürdig, weil wenn man, <laughs> wenn wir heute nach all diesen Episoden in der Etymologie oder auch ohne die alten Winnetou-Filme anschauen, insbesondere diesen Dreiteiler, dann sehen wir sehr viel von dem, was wir hier jetzt eigentlich schon durchgenommen haben, seit Januar bis heute, in der Etymologiereihe wie, wie ein Volk oder mehrere Völker, respektive wie ein Stamm, ja, die, die Apachen sind ein Stamm, da gibt es noch äh, diverse andere, Hopis und Co., äh, andere Stämme, die man als in Januar bezeichnen würde heute. Die grundsätzlich friedlich und im Einklang mit der Natur lebten, weil sie erkannt haben, dass sie abhängig davon sind oder in, in, in Kooperation mit der Natur, mit dem Leben sein müssen, um selbst überhaupt sich erhalten zu können. Ja, das wäre dann vielleicht diese Souveränität. Das wäre der Stamm. Und da hatten sie oder hatten sie auch ihre Häuptlinge, ihre Oberhäupter, sie, sie hatten auch ihre ähm, Hierarchien, wenn man so will. Aber weil sie noch Stämme waren, vielleicht immer noch sind, sind die Ältesten, diese Häuptlinge, eben nicht Regierende im eigentlichen Sinn, so wie wir sie heute kennen, sondern vielmehr Weise, weil sie eben alt waren, im Sinne von viel Lebenserfahrung haben oder hatten und deswegen auch den jüngeren Generationen auch Ratschläge geben könnten, konnten, ähm, äh, Tipps und, und, und solche Sachen geben konnten und aufgrund ihrer Lebenserfahrung wurden sie ja auch immer äh, herbeigerufen, um Rat einzuholen, um zu erfahren, wie die Älteren, die Ältesten mit, mit der Situation umgehen würden, wenn sie damit konfrontiert sind. Und deswegen ist es auch sehr spannend, diese Winnetou-Reihe, vor allem eben diesen Dreiteiler, äh, anzuschauen, wie wir da sehen, wie dieser Winnetou aus dem Stamm der Apache manipuliert wurde, würden wir jetzt mal so sagen. Oder wie er sich wandelt. Also es gibt da auch, ähm, wie sagt man, reviews oder äh, kritiken oder solche statements über den film oder über die filme wo der wandel von winnetou analysiert wird und da kann man dann ganz schön sehen wie eben diese äh, vermischung stattgefunden hat zwischen den eigentlichen stämmen der indianer und den äh, weißgesicht weißbrot Bleichgesicht, Bleichgesicht haben Sie denen gesagt, die da sich im Westen breit gemacht haben. Dann National, das kommt da noch. Okay, gut, dann gehen wir da Nationhood, ja, der Hood, die Mütze, die Schafft auf Deutsch Nationhood, State of being a Nation, also der, der Zustand. Von einer Nation sein. Ist auch eher so eine neuere Erfindung. Wir wissen jetzt hier nicht ganz genau, was diese Kurve da wirklich darstellen sollte. Ja, ist so probably unreliable. Also lasst uns das, ja. Der Hood. State or Condition of Being, hatten wir schon mal diese Schaft, der Hood. Also die Nation ist ein Zustand oder die Nation ist auch eine Kondition. National, of or pertaining to a nation or country regarded as a whole, established and maintained by the nation, peculiar. To the whole people of country. Und da wird es spannend, ja? Hier wird verbunden zwischen Nation und Country. Und als Donny Trump Präsident wurde, da konnte man ihm ganz genau, also wenn man ihm ganz genau zugehört hat, konnte man herausfinden oder heraushören, dass er ganz bewusst Nation, Country und Land unterschieden hat. Und was auch immer er da eigentlich gesagt hatte, hat eine Bedeutung, weswegen eben die Nation und ein Land nicht dasselbe sind von der Nation gegründet und aufrechterhalten, eigentümlich für das gesamte Volk eines Landes. Und wir sehen hier eigentlich auch schon, dass das Volk auf einem Land ist. Weswegen jetzt hier im National bezogen auf die Nation auch das Land mit einbezogen wird, weil wir haben ja vorhin gesehen, dass die Nation auch auf das Territorium bezogen ist die Nation auf das Territorium bezogen ist. Und das Territorium ist grundsätzlich Land. Ja, es könnte natürlich auch äh, Wasser sein. Aber hier geht es um das Land, weswegen jetzt hier auch das Land überhaupt ins Spiel kommt, weil das Volk ist auf dem Land, auf dem Territorium. Die Bedeutung eigenartig oder dem gesamten Volk eines Landes gemeinsam stammt aus den 1620er Jahren ab 1802 als durch die Nation oder ihre Gesetze errichtet und aufrechterhalten und Bürger einer bestimmten Nation. Und hier sehen wir auch wieder die Nation oder ihre Gesetze. Und wir mögen uns wieder daran erinnern an die letzte Episode: keine Strafe ohne Gesetz. Also wer Bürger einer Nation ist und entsprechend in einem Land oder in einer Verwaltungszone gefangen ist, der hat Gesetze zu, ist mit Gesetzen konfrontiert und diese Gesetze ist die Beschreibung und Ausmaß von Strafe. Und demnach ist der Bürger einer bestimmten oder unbestimmten Nation in keinster Art und Weise frei. National Guard stammt aus dem Jahr 1793 und bezog sich ursprünglich auf eine Streitmacht in Frankreich, die mit der Revolution identifiziert wurde. Die Verwendung in den USA stammt aus dem 1847, ursprünglich ein Name, der manchmal der organisierten Miliz, gegeben durch National Anthem, wird im erwähnt. Ja. The Guard, ja, der Schutz, hier zwar Streitmacht, der Nation, ist nicht zu vergleichen wie mit dem Militär, weil das Militär hat andere Zwecke, andere Aufgaben. Und dann im Dictionary, im Englischen Nation, Nation, from Old French Nation, from Lateinischen Nation, Akkusativ Nation, wird nicht größer darauf eingegangen. Aber hier wieder die Wiederholung: ja. gemeinsame Sprache, Territorium, ökonomisches Leben, auch die Ethnik spielt da eine Rolle und psychologische Make-up, also ne, diese Kultur. Demnach müsste man ja eigentlich schließen, dass die Nation als solches sich was ist da los als solches nicht in was ist da los? sich nicht im klassischen Sinne an die Landesgrenzen halten muss. einen schluck wasser bei diesen temperaturen. es hat mal geheißen es soll der regen kommen. der ist bis jetzt nicht gekommen. nun gut. nation deutsch nach france. french. nation. Es scheint, als ob wir hier wieder ein Wort haben, das in jeder Sprache gleich, zumindest mal gleich geschrieben wird. Und dann haben wir etymologisch Französisch und weil wir nicht Französisch können, lassen wir übersetzen. Ja. Die Heiden. diese Google Dings da <laughs> ähm, Heiden AR ist eine Gemeinde in der Schweiz Wir haben gedacht, aber nicht recherchiert, was die Heiden, also die Heiden AR, mit Heiden der Religion zu tun hat. Das Einzige, was wir bisher, wo, würden wir mal sagen, als Gemeinsamkeit, als Gemeinsamkeit sahen, war das Original Museum. Henri Dunant. Nur ganz kurz einen kleinen Abschweifer. Aus Henry Dunant, was ist Humanitarian, Social Activist and Co-founder of the Red Cross Movement? Ja, und alle, die wissen, was das Rote Kreuz ist weswegen wir das auch so erwähnen und betonen. Wollen wir mal schauen, ja, hat den Nobelpreis gewonnen, was ja auch ähm, aussagekräftig ist. Ähm ja, also Wikipedia sagt ja nicht allzu viel. Wir wollten schauen, ob bei ihm auf Wikipedia etwas zu Freimaurern steht. Im Wikipedia nicht. Aber ja, lassen wir das mal. Aber eben, wer sich mit dem Roten Kreuz auseinandersetzt, der wird wissen, was wir hier ansprechen wollten, aber jetzt hier so auf die Schnelle nicht bestätigen können, was eigentlich auch völlig okay ist, weil das in keinster Art und Weise äh, Thema ist. Aber es erstaunt uns, dass hier die Heiden als erstes auftreten und dann an die Juden. Ja, auch das Judendings konnten wir bei original nicht auf Wikipedia finden. Entstehung Gruppe von Menschen, die durch eine Gemeinschaft von Herkunft, Sprache, Kultur und so weiter gekennzeichnet sind. Ja, gekennzeichnet sind. Diese Betonung heißt eigentlich, dass jemand anders Sie so kennzeichnen. Nation Abteilung der Universität und da kann man auch erkennen, warum jetzt auch äh, konkret im aktuellen Beispiel äh, Russland und Ukraine, wenn der Putin kommt und Gebiete annektiert und diese neu als russisch Kennzeichnet, weil eben die Herkunft der Leute auf, aus der UdSSR kommen, die Sprache Russisch ist oder halt diese slawischen Sprachen, da kommen wir nicht so draus und auch kulturell näher an Russland sind als Ukraine, weil Ukraine ja eine, eine Nation ist, die äh, relativ frisch geboren wurde. Da heißt dazu, dazu mal, als die UdSSR auseinandergefallen ist, und dann der Westen Teilgebiete der UdSSR privatisiert hat, eben sprich äh, Nationen geboren hat, äh, da ist dann Ukraine entstanden. Also rein historisch betrachtet ist Ukraine ein sehr junges Land. Und das wird zerpflückt und aufgeteilt zwischen all denen, die Anspruch an das Gebiet haben und haben werden, Volk. Pöbel, Pöbel, vielleicht. Entschuldigung, umschalten. Pöbel, Pöbel. Vielleicht kommt auch daher das Wort Pöbel, ja, das Xindel, das Volk, die Untertanen, die Minderwertigen, Pöbel. Nation, Nation, uh, El País in Spanisch, Nation. Also man muss hier unterscheiden, dass um, die Nation ist die Nation, aber País ist das Land. Und so können wir, obwohl wir das eigentlich gar nicht vorhatten, das Land als Territorium identifizieren oder gleichstellen, während die Nation sich auf die Herkunftssprache, Kultur und Ethnik konzentriert. Würde ja eigentlich heißen, dass wenn... Damals, als die Juden deportiert wurden und man sie ethnisch zuordnen will, kulturell zuordnen will, weil sie eine bestimmte Religion haben und äh, Sprachen, ja, einige Juden sprachen, sprechen Jiddisch. Und als, als man alle deportiert hat nach Israel, dann könnte man schon fast sagen, die Nation ist da nach Israel runtergeschippert worden, worden. Weil eben die ganze Herkunft, die ganze Stamm, die ganze Kultur auf dem Territorium verschoben wurden, Land, verschoben nach dem heutigen Israel. Dann Nation, Navidad, Naturaleza, haben wir hier auch den Verweis auf Geburt Leben Natur Das Wort Natur kommt vom lateinischen Natio abgeleitet von nasci, was geboren werden bedeutet. Es bezog sich zunächst auf den Geburtsort und dann auf eine Gemeinschaft von Menschen derselben Rasse, Sprache, Institution und Kultur, die ein einziges Volk bildeten und als entfernt verwandt galten und eine gemeinsame Herkunft oder Geburt hatten. Die Wörter geboren, Nationalität, Nationalismus, Weihnachten, Natur und so weiter, sie haben die gleiche Genese. Nazi ist Infinitiv früher und kommt von der indogermanischen Wurzel, die Gebären oder Zeugen bedeutet. Nation und Natur aus der Wurzel. Die ursprünglich naturverbundene menschliche Gruppen bezeichnen etwa Menschen oder Adjektive, die auf Eigenschaften oder Situationen hinweisen, die durch Geburt oder Verwandtschaft bedingt sind, wie etwa sanft und aufrichtig. Und da müsste man eigentlich verweisen auf die heidnische Religion. Und zwar... Ah, wo war das? Und zwar... Die Heiden. Es war eben, glaubst nicht. Nicht Arte. <laughs> Was ist da los? Es war eben nicht Arte, aber wir hatten erst kürzlich eine sehr spannende Doku gesehen über Heiden. Und ja, vielleicht finden wir sie wieder. Und wenn wir das tun, werden wir das auf unserem Telegram-Kanal ähm, teilen. Was ist hier los? Weil die Heiden, also zumindest mal das, was die Doku, die Doku hergibt, sagt, dass die Heidner, die Heiden, sehr naturverbunden waren und dann eigentlich, also wenn man ja sagt von mit, mit der Natur verbunden, dann ist ja eigentlich auch gemeint, dass man mit dem Leben verbunden ist. Und die Heidner, die Heiden waren das und sind dann vom Weg abgekommen, im Sinne von ähm, vom Leben abgekommen und haben dann begonnen Rituale von Lebens Opferung zu machen im Sinne von äh, angefangen vielleicht mit mit Tieropferung aber dann auch irgendwann mit Menschenopferung weil sie so ihre Götter besänftigen wollten und was auch immer aber eigentlich waren die Heiden Natur verbunden weswegen auch hier die Natur Vielleicht waren auch die, Na, die, die Heiden die erste Nation, wenn wir sie zeitlich einordnen wollten. Dann Bais, das Land, Spanisch auf Deutsch, weil wir zu wenig Spanisch können. Das Wort Bais und seine Ableitungen gelangten ins Spanische durch das französische Wort Pais. Pais? Pay? Ja, pay, auch im Englischen, Pay, Zahlen, mit derselben Bedeutung einer Verformung des spätlateinischen Bagenis, Bewohner eines Pagus, Stadt, welches entsprach Kanton, Bezirk in Gallien und Germanien, Pagano. Aus derselben Familie kommt von Paganus, Dorfbewohner, die Pagani die im Gegensatz zum Militär die Zivilbevölkerung bilden. Also wir, hier haben wir den Unterschied zwischen Militär und Zivilbevölkerung. Daher der Ausdruck, kleide dich wie ein Zivilist. Philippe Vincent. Ja, der Zivilist ist ein Pagani. Ein Dorfbewohner und demnach eben nicht im Militär und kein Militärlock dann ordinant und dann wären wir eigentlich auch schon durch beim Vergleich und wir gehen rüber in die Überlegungen. Es macht den Anschein, als ob wir hier sehr schnell durchkommen und aus irgendeinem Grund haben wir hier Babylon Decoded, Proteste führen zur Revolution und Weltordnung. Ja, und die Ordnung ist ja eigentlich klar. Die Ordnung entsteht aus Chaos oder um, im Umkehrschluss, man muss Chaos generieren, damit eine neue Ordnung entstehen kann. Und dann hier mehr und mehr Demonstrationen, Proteste weltweit und mehr und mehr Demonstranten, die nach Revolution aufrufen, ohne zu realisieren, von wo es kommt und wohin es führt. Fehler unterlaufen. Die Gesetzstatistik ist nicht Gesetz, sondern Transistor. Transistor ist, glaube ich, ein Speicher. Amplify or Switch. Ja. Also es ampliziert, es fördert, es fordert. Also dieses Video geht ähm, ja, 50 Minuten. Wir werden da nicht reinschauen, aber wir können empfehlen, da mal reinzuschauen. Order Abgau, das ist so ein Slogan von den Freimaurern. Hier haben wir wieder der 33. Grad in der Freimaurerei würde auch der 33. Wirbel darstellen. Jesus ist mit 33 gestorben, weil er das höchste erreicht hat im geistigen Sinne. Und auch hier Order Abgau Deus, Meum. Jus, was auch immer das heißt, Novus Ordo Seclorum, eine neue Ordnung der Zeiten und ja die WHO UNO, ja, da kann man reinschauen da gibt es sehr viele interessante Aspekte. Und wir sind ja hier in der, in der Episode Nation. Und eben diese Proteste und Revolutionen und Demonstrationen finden ja jeweils in ihrer eigenen Nation statt, weil sie da irgendwelche Änderungen bewirken wollen und deswegen haben wir das hier aufgelistet, weil jede nation, <laughs> mein gott, ja, weil jede nation mit ihren eigenen problemen zu kämpfen hat. aber eben kulturell betrachtet, äh, kann man schon sagen, dass jede nation ihre eigenen probleme hat. aber global betrachtet, haben alle dasselbe problem. Ja, kann man reinschauen? Dann haben wir wiederum wieder mal die Bundesverfassung und wollen hier schauen, ob wir hier Zitate, ob wir hier das Wort Nation finden. Und Nation kommt 66 Mal vor, aber wie wir hier sehen, international. Aber das interessiert uns nicht. Wir wollen wirklich nur. Das Nationale, dann kommen wir auf 39 Ergebnisse und wir wollen auch keine Straßen, sondern nur Nation. Und wenn wir nur Nation suchen, dann gibt es das nicht in der Bundesverfassung. Das heißt, wir werden hier kurz äh, beim National bleiben. Straßeninfrastruktur, Bund und Kantone sorgen für eine ausreichende Straßeninfrastruktur in allen Landesgegenden. Der Bund stellt die Errichtung eines Netzes von Nationalstraßen und dessen Benutzbarkeit sicher. Er baut, betreibt und unterhält die Nationalstraßen. Er, beträgt, er trägt die Kosten dafür. <laughs> oh je. Also, wenn der Bund die Kosten trägt. Dann trägt der Bund eben die Kosten nicht, weil er treibt diese Kosten, diese Gelder hier ein, genannt Steuern. Und so hat er ja dann die Gelder zur Verfügung, zum eben das machen. Also, ja, wenn wir das durchgehend betrachten wollen. Er trägt die Kosten dafür, er kann die Aufgabe ganz oder teilweise öffentlichen, privaten oder gemischten Trägerschaften übertragen. Dann. Gehen wir noch kurz etwas weiter. Abgabe, Benutzung der Nationalstraßen. Ja, der Bund erhebt eine Abgabe für die Benutzung der Nationalstraßen durch Motorfahrzeuge und Anhänger, die nicht der Schwerverkehrsabgabe unterstellen. Das wären dann Vignetten, Straßensteuern, wenn man ein Auto hat. Sie sagen dann, dass diese Abgaben dazu beiträgt, diese Nationalstraßen zu pflegen, zu warten. Ja, das gehen wir da mal weiter. Bundesverfassung, soweit nicht weiter spannend diesbezüglich. Aber hier gibt es Zitate. Hm. Irrelevant für diese Episode. Dann haben wir uns gefragt ob denn die Nation auch in der Bibel vorkommt. Und hier ist es insofern wichtig zu sehen, dass wir in der King James Version 127 Hits haben und in der deutschen Version nur 13. Und dort, wo im englischen Nation vorkommt, wird hier auch vom Volk gesprochen. Also können wir schon sagen, Nation ist auch das Volk und wir werden hier einige wenige Artikel anschauen. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Hier geht es auch wieder um Dienen, ja, Sklaven und richten, wenn sie eben nicht gehorchen, das ist auch dasselbe wie ohne keine Strafe ohne Gesetz. Also man braucht, man braucht Gesetze, man braucht Gerichtshöfe, damit man überhaupt richten und strafen kann. Wegen Ismail aber habe ich dich auch erhört. Siehe ich und siehe ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird zwölf Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Es klingt so wie einer, der äh, die Fruchtbarkeit steuern kann und dazu sorgen will, dass da vermehrt wird. Zwölf Fürsten wird vom englischen Princes. Also Fürsten sind wie Prinzen. Abraham soll doch gewiss zu einem großen, starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen ihm gesegnet werden. Und ja, dieser Abraham soll ein Volk werden. Würde ja dann auch heißen, er müsste sich vermehren, damit er ja einen Stamm bilden kann. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert. Und er sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? <laughs> er hat sie noch nicht geernährt, würde man sagen, er hat sie noch nicht gebumst. Aber hier, ja, kontextlos, deswegen gehen wir hier weiter. Doch, ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein, dein Same ist. Und auch hier wieder, Sohn der Magd, also Magd ist ja auch eine Sklavin sozusagen. Und da will jemand sie zu einem Volk machen, also, weil Same, Herkunft, Stamm, Bondwoman, auch spannend, James Bond, Bondwoman, äh, gebunden, naja, also, äh, ja, nicht deutsch und deutlich, aber im Englischen ganz klar formuliert, sie ist Sklavin. Steh auf, nimm den Knaben, halt ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Man könnte hier so etwas Ähnliches wie Nationalismus herauslesen, der Ursprung, wenn man denn so will. Der ekklesiastische Ursprung von Nationalismus. Lass ab von mir, damit ich sie vertilgen und ihren Namen unter dem Himmel auslösche. Ich will, dass sie ein stärkeres und größeres Volk machen, als es dieses ist. Ja. The Clash of the Titans. Also hier geht es auch darum, um Krieg, Mord, Auslöschen, Macht. Da sollst du das Wort ergreifen vor dem Herrn, deinem Gott, sprechen. Mein Vater war ein un umherirrender Armeer und er zog nach Ägypten hinab und lebte dort als Fremdling mit wenigen Leuten und er wurde dort zu einem großen, starken, zahlreichen Volk. Okay, gut. Lassen wir das Nation, Nationalismus. Das hatten wir zwar schon, aber wir wollen hier nochmal den Nationalismus, weil in der Bibel quasi darauf hingewiesen wird, Überbewertung der eigenen Nation und damit verbundene Missachtung anderer Nationen. Wie wir eingangs gesagt haben, sich selber höher stellen als andere, respektive andere erniedrigen, das ist Nationalismus. Und davon haben wir im Minimum 13 Einträge gefunden, zumindest mal. Beinahe 13 Einträge in der Bibel, die das unterstützen und das befürworten. Dann eben Ismus, einfach nur damit wir keinen Mist erzählen. Das Suffix Ismus ist ein Mittel zur Wortbildung durch Ableitung, Derivation. Das entstandene Wort bezeichnet in der Regel eine Abstraktion. Oft ein Gedanken- und Glaubenssystem wie zum Beispiel eine Lehre, eine Ideologie bzw. Weltanschauung oder eine Religion. Alkoholismus, Putschismus, Marxismus, Feminismus, Pazifismus und so weiter und so fort. Ismus -ism. as construction. here we find not so much schlaus, and then, noch im etymon, element making nouns implying a practice, system, doctrine, etc., from french isme, or directly from latin isma, ismus, spanish ismo, from greek ismos, noun ending significantly the practice or teaching of a thing. From the Stem verbs. Also auch über um, um, die Practice, der Ritual, die Lehre als solches ist auch der Ismus. Scientism, die Practice vom Wissenschaftsglaube und der Lehre der Wissenschaftsglaube und dass auch die Wissenschaft hochgelobt wird. Um, Transistor. Und dann wären wir auch schon durch bei den Überlegungen. Und wir machen einen Erbstecher ins Brockhaus. Wie wir bereits gesehen haben, wollen wir hier nicht nochmals wiederholen. Gehen arabische Nation. Durch den arabischen Nationalismus im 20. Jahrhundert geprägter Begriff, der die Araber als eine Nation versteht. Die vor allem durch gemeinsame Sprachkulturgeschichte verbunden ist, ja, das wäre ja die eine Definition von Nation als solches und die arabische hat einfach die entsprechenden Nuancen. Diese Leute, die da in diesem Gebiet, Territorium unterwegs sind, die deutsche Nation, die sprachlich, kulturell oder politisch verstandene Nation der Deutschen, ein historisch nicht eindeutig zu bestimmen. <laughs> da sind die Araber noch. <laughs> Besser dran als die Deutschen. Die Deutsche Nation seit dem 19. Jahrhundert. Ja, da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Wir haben es in den Quellen verlinkt. Da könnt ihr selbst nachlesen. Grande Nation. sehr France, große Nation. 1797 von Napoleon Bonaparte. Gebrauchte Bezeichnung für Frankreich. Und äh, Grande Nation oder Make America Great, Make America Great Again, Make French Great geht alles so in, in die ähnliche Richtung. Nationalbewusstsein, nationalbewusstsein, das Bewusstsein eines Einzelnen oder einer Gruppe einer bestimmten Nation anzugehören. Dabei können objektiv gegebene Faktoren, gemeinsame Sprachreligion, Religion, Zugehörigkeit zu einer politischen Einheit oder subjektiv genannte Orientierungen übereinstimmende weltbilder, rechtsstaat, Gesellschaftsaufgabe bestimmen sein merkmal. die eigene nation gilt im allgemeinen jenen, die sich als ihr zugehörig betrachten, als hoher wert. das nationalbewusstsein äußert sich einerseits als identifikation mit dem als sichtbarer ausdruck der nation gegebenen staat, andererseits als politischer wille, einen solchen staat zu schaffen. Ein mehr emotional empfundenes als explizit vertretenes Nationalbewusstsein wird als Nationalgefühl bezeichnet. Im tatsächlichen Handel sind jedoch Nationalbewusstsein und Nationalgefühl schwer voneinander zu trennen. Ist das Nationalbewusstsein mit einer aggressiven Haltung gegenüber anderen Nationen und Völkern verbunden, spricht man von Nationalismus. Ebenfalls in den Quellen Nationalbewegung wurde vorhin angesprochen, Nationalitätsprinzip, Forderung, dass jede Nation in einem Staat vereint sein solle und das ist spannend, ja. Die Nation selbst ist ja nur ein loses Bündel von Leuten, die gemeinsame Herkunft, Sprache, Kultur haben, eben vielleicht auf einem Land, das zwar nicht eingegrenzt ist, aber trotzdem ein Territorium und dass jede Nation in einem Staat vereint solle. Ist dann eben diese Bindung an einen Staat, an ein Territorium mit eben abgesteckten Grenzen und dementsprechend auch Gerichtshöfen, Gerichten, Ge Rechte, Gesetze und demnach auch Strafen. Also es wird quasi im National, also das ist das, was der Nationalitätsprinzip beschreibt. Es darf keine Nation geben, die nicht auch ein Staat ist. Und da gibt es so schöne. Redewendungen. Dass das Territorium ist ja grundsätzlich nur das Land, die Örtlichkeit. Und es gibt also den California State. Und dann gibt es State of California kommen wir hier ja ganz unterschiedliche Ergebnisse. Der California State ist das Territorium, das Gebiet als solches. Und der State of California ist eben der Staat, die Organisation die Regierung und das Politische. Also wenn man vom State of California spricht, dann spricht man von Government und wenn man vom California State spricht, dann vom Gebiet. <laughs> Und wenn wir das so als Beispiel nehmen, müssten wir uns ja dann auch fragen, okay, wovon spricht man, wenn man sagt Schweiz? Wenn man von der Schweiz spricht, Spricht man da vom Territorium? Oder spricht man da vom Staat? Und eigentlich müsste man sagen, der Staat nennt sich Schweizerische Eidgenossenschaft. Schweizerische Bundeskanzlei. Okay, Wikipedia sagt, ah, wieso sind wir nicht selbst darauf gekommen? Nicht verzagen Wiki-Fragen, nicht, dass die Wiki wirklich die Wahrheit sagen würde, aber <laughs> sie lässt uns glauben. Und wir sehen hier, wir geben Schweiz ein und raus kommt schweizerische Eidgenossenschaft. Konfederation Suisse, Konfederation Suisse, Konfederation, hier kommt auch das CH her, einmal die Fahne und einmal das Wappen. Und hier ist es die Schweiz auf Schweizerdeutsch, Schweiz Schweizer, bla, bla bla amtlich Schweizerische Eidgenossenschaft ist ein föderalistischer demokratischer Staat in Mitteleuropa. Und das kann man sich so mal zergehen lassen, ja. Die Schweiz oder amtlich Eidgenossenschaft ist ein Staat in Mitteleuropa und in Mitteleuropa ist ja eben das Territorium. Er begrenzt, äh, er grenzt im Norden an Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich. In der Schweiz leben und hier in der Schweiz, ja, nicht auf der Schweiz, also ist die Schweiz eben nicht das Territorium. Leben 8,7 Millionen Menschen auf knapp 41.000 Quadratkilometern. Der Staat gehört damit zu den dichter besiedelten Staaten Europas, wobei sich die Bevölkerung im Mittelland der Beckenzone zwischen Jura und Alpen sowie im südlichen Tessin konzentriert. Die acht größten Städte bzw. Wirtschaftszentren sind Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne, Winterthur, Luzern und St. Gallen, sehr wahrscheinlich auch in dieser Reihenfolge. Der Staat hat Anteil an drei großen Sprachräumen: Sprachräumen dem Deutschen in der Deutschschweiz, dem Französischen in der Romandie und mit der Ländischen Schweiz als viertes Sprachgebiet tritt das Retromänische hinzu. Ja, wir machen hier jetzt keine Schweizer Kunde. Aber wenn wir von vier Sprachgebieten sprechen, könnte man ja eigentlich auch sagen, dass die Schweiz hier eigentlich auch durch vier geteilt ist, wenn nicht durch drei. Und wir uns hier einfach so konsolidiert haben. Und wenn dann die Schweiz genauso... Aufgeteilt wird wie die Ukraine, dann werden wir sehr wahrscheinlich eben so aufgeteilt werden, dass der deutschsprachige Teil ans deutsche Reich angegliedert wird der, oder österreichische da in diesen Ecke französisch, Römer, die ist ja klar hier französisch, wenn wir hier eine gerade Linie durchziehen würden, käme das etwa hin. Und wenn wir hier den in Spanien lang gehen würden, dann kämen wir ein Grau so ziemlich auf die italienische Grenze hin. Und hier dieser Allein Berset ist ja bald nicht mehr. Der hat da schon viel zu viel Geld abkassiert für lustig sprechen. Mit seinem französischen Akzent. Ja, also hier, Wikipedia gibt da nicht sehr viel hin. Aber es ist tendenziell eben kein Territorium, sondern viel eher eine Organisation, ein Staat. Ja, vom Staatenbund zum Bundesstaat, die neuere Geschichte der Schweiz als Bundesstaat beginnt mit der Annahme der Bundesverfassung. 1848, und das ist ja ein paar Jahre nach dem Wiener Kongress, Vorläufer der modernen Schweiz waren die seit dem Ende des 13. Jahrhunderts als lockerer Bund organisierte Alte Eidgenossenschaft, die von 1798 bis 1803 bestehende, zentralisch, bestehende zentralistisch aufgebaute Helvetische Republik, sowie die 1803 gegründete und 1815 neu organisierte Schweizerische Eidgenossenschaft. Die... Die altgenössischen Kantone gewannen 1648 im Westfälischen Frieden die Souveränität vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Die altgenössischen Kantone gewannen im Westfälischen Frieden die Souveränität. Ja, okay, Friede. Friede, PAX, Vertrag. Und hier sehen wir auch Friedensverträge. Also damit diese Friedensverträge zustande gekommen sind, muss da ja auch ein Krieg stattgefunden haben. Und da steht ja auch, Osnabrück geschlossen wurden und den 30-Jährigen Krieg beendeten. Also sie haben da mal 30 Jahre lang herumgekriegt, um dann eben... Die sogenannte Souveränität für die Schweiz oder die eidgenössischen Kantone herzustellen. Und das war dann wohl auch äh, der Grundstein für die sogenannte Souveränität. Und hier wird aber die Souveränität vertraglich festgehalten. Und sie nennen es als gewonnen. Was ja irgendwie so ein Widerspruch in sich ist. Weil ein Vertrag passiert ja immer zweiseitig und kann. So nicht gewonnen werden. Ja. Diese Souveränität wurde 1815 vom Wiener Kongress bestätigt. Ja, das ist das, was wir vorhin angezogen haben. Und die vor der Franzosenzeit bestehenden bis heute gültigen Grenzen der Schweiz bis auf kleinere Abweichungen anerkannt. Ja. Auch hier wieder das Anerkennen. Es sind andere, die sagen: Ja, ja, ist okay. Wichtige Grundlinien in der Schweizer Geschichte sind der ausgeprägte Föderalismus und seit dem zweiten Pariser Frieden von 1815 die internationale Neutralität beruhend auf den Entscheidungen des Wiener Kongress. Also, um, auf dem Wiener Kongress wurde entschieden, dass die Schweiz Neutralität hat. Und da wissen wir ja mittlerweile, dass das ja nicht mehr der Fall ist, aber. Trotzdem, klicken wir hier mal noch kurz rein, ist einer der wichtigsten Grundsätze ihrer Außenpolitik. Sie bedeutet, dass sich die Schweiz nicht militärisch an bewaffneten Konflikten zwischen anderen Staaten beteiligt. Die schweizerische Neutralität ist im Grundsatz selbst gewählt, nein, dauernd und bewaffnet. Ja, also die Schweiz selbst ist bewaffnet. Sie wird nicht als Selbstzweck, sondern Wurde immer als ein Instrument der schweizerischen Außen- und Sicherheitspolitik verstanden, ist ja okay. Inhalt und Tragweite der schweizerischen Lautern haben sich hingegen im Laufe der Geschichte immer wieder gewandelt. Das stimmt. Und heute ist sie nicht mehr existent. Die Bundesverfassung gibt der schweizerischen Regierung den Auftrag und der Bundesverfassung die Aufgabe. Maßnahmen zur Wahrung der äußeren Sicherheit der Unabhängigkeit und der Neutralität Schweiz zu schaffen. Also, das sind so Schlagwörter, die einige vielleicht gerne um sich werfen, um cool zu tönen. Aber die Schweiz ist nicht unabhängig. Ja, wir sind nicht selbsttragend. Wir sind nicht, äh, autark, wenn man so will. Wir sind angewiesen auf Zulieferungen, Importe von außen. Und die Neutralität ist spätestens, <laughs> spätestens seit dem Ukraine-Krieg. Respektive den Sanktionen, die die Schweiz für die EU anführt, ja, offensichtlich, dass wir eben nicht mehr neutral sind oder wir, die Schweiz ist nicht neutral. Und wenn man dann sonst noch so schaut, wo die Schweiz sonst noch so mit dabei ist, wie die OECD, UN, Sicherheitsrat und solche komischen Organisationen, man kann nicht. Man kann nicht neutral sein wenn man in solchen Organisationen mitmacht. Ja, aber wir wären somit eigentlich auch am Ende dieser Episode. Wir haben hier eine Aufnahmezeit von 1 Stunde 16, was für unser Verhältnis relativ äh, zackig ist. Und wir bedanken euch, äh, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn